Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trine Together mit Lars Reiter. Hallo und recht herzlich willkommen. Und ja, wir sind ja hier letztes Mal, wenn ich mich recht erinnere, eine Treppe hochgegangen, sind in den Keller gekommen. Und ja. Tja, mehr weiß ich auch nicht mehr. Sind wir hoch oder sind wir runter? Mir kommt es irgendwie bekannt vor. Treppe. Nein, wir waren hier noch nicht. Nee, da unten ist noch ein grünes Fläschchen, das müssen wir irgendwie kriegen, aber ich habe noch keine Vorstellung, wie. Ich weiß, wie, von unten. Okay. Okay, ja, du hast es schon, alles klar. Da unten spawnen jetzt noch ein paar Skelette, die wir gerade mal hier metzeln. Jo. Erfahrung aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich den schon aktiviert habe, da ist auch noch Erfahrung. Okay, das ist interessant, hinterm Balken. Hey, du darfst da nicht drauflaufen, sonst kann ich ihn nicht. Okay. Nicht mir auf den Kopf fallen lassen. Oh, hier ist ja ein Bogenschütze. Oh. Oh, der Bogenschütze. So, ich stehe hier auf dem Knopf. Irgendwo muss noch einer sein. Kann das sein? Ja, ich suche ihn gerade. Aber der Bogenschütze ist immer noch da. Was? Der ist nicht tot? Ach, da war... ist ein neuer gekommen. So, ich sitze auf einem Knopf drauf. Da unten ist noch eine grüne Portion. Da kannst du links gehen nochmal. Ah, hier. Ah, ne, wo muss ich denn hier lang? Da ja, komm ich auch nicht runter. Doch, kommst hier lang? Nee, ich gucke gerade. Hä? Hier kommt man lang. Ich hab schon aufgemacht. Du hangelst dich da am besten jetzt lang, denke ich. Bei mir links. Auch interessant, aber ich wüsste jetzt nicht, wo der zweite Knopf war. Hier da oben ist er. Ich hab ihn. Ach ja. Dann schieß mal. Ja, oder so geht's auch, ne? Ja, ich habe jetzt irgendwie gesucht, dass man irgendwo drauf treten kann. Habe ich auch gesucht, dann habe ich irgendwie so gesehen, Herr, na, Tür ist auch irgendwie sowas komisches. Gut. Habe ich mal geguckt, ja, da kann man doch. Haben wir einen neuen Bereich schon wieder erwischt. Da kommt ganz viel Wasser runter. Das ist ein Skelett. Oh, kam schon. Oh, Fähigkeiten-Upgrade, habe ich wieder. Ja, Erfahrung aufgenommen stand bei mir. Okay, ja, zurück geht's wohl nicht mehr, ne? Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, ich kann einfach nichts upgraden. Also uninteressant. Warum ist das hier unten? Oh, ich muss nochmal zurück. Okay. Oh. Gut, dass ich noch nicht vorgegangen bin, ne? Aber jetzt sag mir mal, wofür kann man das hier hochheben? Das ist am Seil und man kann das hochheben, ne? Da muss ja einen Sinn haben, oder? Nicht unbedingt. Vielleicht sieht's doch nur fürs... damit es schön ist. Kannst da eine Planke drüber legen. Lange Linie ziehen. Oder laufen. Keine Ahnung, wofür es ist. Oh. Oh, da oben. Oh, die haben sich gerade beide an der Kugel da getötet. Okay. Achtung, hier oben aufpassen. Doofes Skelett. Wie kommt man hier hin? Okay. Oh, ich hab's rausgeschossen. Gut, dann findest du es ja wahrscheinlich gleich, aber oder? Wo ist er denn hin? Ich glaube, die ist nach Brücke gerollt. Oh, ich bin tot. Ich muss irgendwo anders mich wieder beleben können. Der Ding ist leider kaputt gegangen. Ach, da. Ja, die eine Erfahrungsflasche ist jetzt verloren. Oh, oh oh. Ich fahre hier ganz schnell runter. Ja, okay, ich komme nicht nach irgendwie, weil wenn ich da runter springe, springe ich in den Tod. Weiß auch noch nicht, warum. Ah, das ist gut, du bist einfach zu mir teleportiert worden. Ich bin da gerade mit dem Minecart, wollte ich gerade sagen, runtergefahren. Oh, da ist eine Kiste. Ich hoffe, da ist was Schönes drin. Ich komme nicht zur Kiste hoch, oder was? Mana-Kugel, das hört sich ja wieder was für den Zauberer an. Genau. Inventar. Mana-Kugel. Erhöht das maximale Mana um 10, verbindet sich mit Mana-Zaubern. Anderen Mana-Zaubern. Jetzt tue ich mal zum Zauberer. So, dann muss ich da nochmal hin, oder was? Nö, du hast es ja schon. Achso, ins Inventar musst du, ja. Oh. Hier fallen Sachen von der Decke. Muss ich nicht mal nach Kugel? Bei der Diebe wahrscheinlich. Ah ja, da, ne? Oder das ist hier, ne? Ja. Die kann ja wohl dann woanders hin, ne?
Obwohl, du verbrauchst auch Mana mit dem Ansturm, aber du kannst Ach shit, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. So. Oh. Oh ja. So, wo geht's weiter? Oben lang geht's weiter. Ja, ich bin irgendwie tot. Oh, ich bin auch tot. Ach, der Zauberer hat sich hier einen neuen Checkpoint ausgesucht. Das ist auch gut. Ja. Oh. Und nochmal tot. Ich hab mich gerettet. Ich nicht. Oh, was? Da kann man sich auch festhalten. Ah. Mach keinen Fehler. Ah, ich bin oben. Danke. So, mein Herr. Jetzt. Jetzt hab ich ihn schon getötet. Ja, super. Kannst du unseren Tod springen, dann wieder voll. Ja, warte mal, ich bin am überlegen, weil da unten ist bestimmt auch noch was zu holen, oder? Da war ich ja schon. Hast du schon geguckt? Hier bin ich lang gegangen, ja. Oben ist glaube ich auch nichts mehr. Okay, dann bin ich wieder beim Checkpoint. Und geh zur Truhe, die daneben steht. Okay. Oh, das ist bestimmt das letzte für den Zauberer. Schwebeplattform ja, für Zauberer gefunden, genau. So, die kann ich nicht upgraden. So. Alte Oberfläche erlaubt es der Dieb in ihren Enter. Achso, nee, das ist bei Stufe 2. Schöp, blau. Jetzt ist richtig. Wo ist die Schwebeplattform denn? Blauer Meisterstein? Hä? Zeichne ein Dreieck. Das war ein sehr schönes Dreieck. Krass. Das ist aber sehr Illuminati. Oh, jetzt bin ich mit dem Zauberer runtergefallen. Jetzt sag mir mal, wo ist das Ding? Ist doch im Inventar eigentlich drin, oder? Das ist ein Zauber. Das war ein Zauber? Ja. Okay. Ja, richtig, da steht's auch, ganz klar. Ja, aber gut. Schon, aber die Animation, wenn man das Schild schon so ein bisschen verbuggt, weil das sieht ja nicht mal ansatzweise aus wie ein Käfig, aber wenn, guck mal jetzt genau hin. Mhm. Ja, das zerbricht wie ein Käfig. Ja. Ja, liebes Entwicklerteam, da müssen wir noch dran arbeiten. Was muss ich jetzt tun? Draufspringen. Oh, nicht, da kommt man nicht weiter. Kann ich mal gerade den Zauber haben? Ja, du musst ein Dreieck zeichnen übrigens. Alles klar? Und das Ding fällt nicht nur runter. Na, wie soll man da oben hinkommen? Ich weiß es. Wo du bist musst du? Da oben eine Springplattform machen. Ein Dreieck musst du also zeichnen. Nö. Oder warte. Nimmst du die da unten? Wo müssen wir hin? Nach da oben links, weiter? Ich weiß nicht, ich sehe das von hier nicht. Oh, warte mal. Warte, jetzt habe ich den verloren, weil du da dran bist. So. Kannst du drauf? Ah, wenn du drauf springst, kann ich nicht mehr bewegen, okay. Ja, wie bei jeder anderen magischen Plattform. Muss ein bisschen weiter nach höher links. Na komm schon. So. Was? Geht? Geht, okay. Sonst hätte ich gesagt, jetzt muss ich noch unten mit dem Schild vom Krieger da, weißt du? Wie, da kann ich mich nicht dran festhalten. Ja, egal. Kein Holz, wo müssen wir lang? Mach mal links eine neue Plattform. Oder rechts. Ich bin auf irgendeinem Wagen, der sich jetzt hier bewegen könnte, oder? Oh ja. Sehe ich auch gerade, dass er sich bewegt. Beweg mich mit dir. Okay, nur bis hierhin. Weiter geht's leider nicht. Da oben ist nochmal Mana. Oh. Kommst du? So vom Abgrund gerettet. Wo bist du? Kommst du nochmal hoch? Schaffst du das? Allerdings rollt der Wagen immer weiter weg. Hat nicht gereicht, wa? Ne. Müssen wir erst den Wagen wieder. Müssen wir erst den Wagen wieder rüberschieben, denke ich. Machst du? Gut. Huch, jetzt habe ich da was gezeichnet. Da muss ich schon beeilen, sonst schaffst du es, glaube ich, nicht. Ja, ich bin oben. Gut, da geht's aber nicht weiter, oder doch? Doch, hier geht's ja gerade weiter. Ach Gott, Herr Jemen. So,
Jetzt brauche ich den Krieger und muss hier. Zack, es ist kaputt. Oh Gott, ich suche einen Checkpoint. Hier gibt's keinen Checkpoint, das ist ja auch toll. Ich muss mich alleine gerade durchschlagen. Oh, ich bin tot. Und wo komme ich wieder? Vielleicht bei mir. Oh ja, ich bin auf jeden Fall auf die andere Seite gekommen. Das ist ja schon mal etwas, ne? Aber du bist halt der Zauberer, der kann ja nicht so viel kämpfen. Ja, wo haben wir Dingens? Nächsten Checkpoint. Ja, ich suche hier gerade einen Checkpoint. Aber hier sind nur ganz viele Gegner. Oh, oh Gott. Na komm, geh da hoch, du doofes Skelett. So, warte, nimm mal rechts. Da sind solche Kugeln unten bei der Erfahrung. Ja, warte, hier ist ein Checkpoint. Das ist doch erstmal wichtiger. Jetzt kann's. Ach, die kommen auch von da einsammeln. Ich dachte, muss man das. Okay. Aber man könnte was anderes mit dem halt erreichen. Ich weiß nicht was. Wir können es ja mal gucken, oder? Wenn man das da wegmacht, schlag mal davor kaputt. Ist nur die Frage, was bringt's? Ich glaube, das bringt gar nichts. Wohl nicht. Jetzt liegen die Kugeln hier unten, aber bringen auch nichts, glaube ich. Aber du musst zum Checkpoint zurück. Ich bin jetzt auf der anderen Seite der Map, weil ich runtergesprungen bin aus Versehen. Und ich will nicht den Charakter wechseln. Ich kann ja Party machen. Jetzt bist du wieder da? Ja. Aber ich kann immer noch nicht drauf zugreifen. Warte. Jetzt habe ich es geschafft. Ja und? Hier unten ist nämlich eine Kiste. So. Amulett des Wächters. Wo musst du denn jetzt hin? Hab das schon gefunden. Okay. Amulett des Wächters, das maximale um 15, verbindet sich mit anderen Mana-Zaubern. Wie viel Mana kriegen wir denn jetzt? Ich habe keinen blassen Schimmer, ich würde da erstmal hinkommen, ich weiß aber nicht, wie es da aussieht. Okay, ich bin auf der anderen Seite. Hier, warte, ich... Das war so ein Ding zum Drehen, okay, das ist auch toll zu wissen. Oh, super, ich hab gestürzt, tot. Erleb dich mal wieder. Wo müssen wir denn lang? Ich versteh's noch nicht. Ich bin hier auf der anderen Seite schon. Ja, ich weiß, ach, oben weiter oder wo? Ich konnte ja jetzt nichts sehen. Ich muss an das Teil dran, oder? Mhm. Naja. Bist du drauf? Nee. Tot. Ja, das schleudert so viel, deswegen ging das nicht. Oh. Kannst du da drauf? Ich sehe das von hier nämlich nicht mehr. Oh, super, ich hätte drauf gekommen, wenn ich ein klein bisschen gesprungen wäre. So, ich stehe drauf. So, jetzt mache ich ganz langsam. Dreh es langsam und behutsam. Aber es dreht sich so rum nicht mehr, glaube ich, oder? Doch. Nein! Aber ich glaub, keine Chance. Hier. Ja, könnte sein, oder? Nee. Wieder mal den Charakter? Nein, leider nicht. Okay. Doch, das war zu viel. Oh, der geht nicht mehr zurück. Geh nicht mehr zurück. Bist du drauf? Kann ich auf den Balken ausspringen? Weiß ich nicht. Ups. Nee. Warte mal, kann man. Ich bin auf dem Ding drauf, Nur so zu deiner Information. Ich krieg aber nicht mehr runter irgendwie. Huch, was hab ich dann? Würfel hingeschmissen. Aber, es geht nicht weiter runter. Ja, Schwung nehmen. Das hab ich. Es geht, langsam geht's, ja, jetzt bewegt er sich. Jetzt ist er gleich durch. Jetzt ist er durch, aber jetzt bin ich auch unten. So, du bist alleine. Okay, dann gehe ich jetzt zum nächsten Checkpoint, wenn er hier oben ist, hoffentlich. Oder wir müssen das nochmal von vorne machen. Tja, das wäre doof. Zap, zap, zap. Wo ist er denn? Ich kann nicht kämpfen. Oh, hier geht's zum neuen Level. Scheiße. Ja, Endgegner so. Kommt er jetzt wahrscheinlich. Bin ich jetzt leise. Als unsere Helden den Westen schauten, konnten sie die Dunkelheit erkennen. Wo nichts zuvor war, stand nun ein dunkler, schwarzer Turm,
sogar vor dem Abendhimmel erkennbar. Ein Turm des Bösen. Unsere Helden verstanden, was zu tun war. Der einzige Weg, das Land des Verderbens zu eliminieren und den schwarzen Turm zu zerstören, war, den Trine und die anderen Artefakte zusammenzubringen. Für die Kraft des Gelingens mussten allerdings die Herzen unserer Helden rein sein. Trotz der allgegenwärtigen Präsenz der Gefahr konnten unsere Helden nicht anders, als die Schönheit des Ortes zu bewundern. Wie konnte etwas so Schönes so nahe neben dem Turm des Bösen Bestand haben? Sie waren verlassen und niemand da, der sie willkommen hieß. Na dann. Ein Ort! Wir müssen die Leute retten! Da sind keine mehr. Da ist nichts mehr zu retten. Rette den Ort oder zermalme Knochen. Es ist egal. Lass mich zuerst gehen. Aber ich glaube, wir gehen in der nächsten Folge weiter, oder? Ja, denke ich mal auch. Wir sind ja gerade am passenden Punkt angekommen. Ja. Sieht ja sehr interessant hier aus, oder? Ja, also Lichter brennt noch. Musst du klopfen. Licht ist noch an, ne? Ja, also ich komme auch nicht zurück. Mach Schwert gerade am Stein scharf, warte. Ich mach meine Pfeile auch scharf. Gut, okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.